Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, was machen wir heute? Ich nenne euch Anzeichen, wie ihr erkennt, dass ein Mädchen auf euch steht. Cool. Ja, fangen wir direkt mal an mit dem ersten Anzeichen. Das erste Anzeichen ist, dass sie dich immer anschauen, aber sobald du schaust, schauen sie weg. Das ist in der Schule, ob beim Café, ob im Park, egal wo. Die schauen dich dann an und wenn die merken, okay, er schaut zurück, dann kommt direkt dieser Move so, ich habe nicht geschaut. Cool. Ja, das ist das erste Anzeichen, dass sie auf dich steht. Kommen wir zum zweiten. Das zweite Anzeichen ist, dass sie immer einen Grund suchen, um mit dir zu schreiben. Weil wir Mädchen ticken so, dass wenn wir zu oft einfach nur so schreiben, so hey, wie geht's, dass wir Angst haben, dass wir nerven. Weil wir Mädchen sind halt so und denken so, ah shit. Deshalb sind wir Mädels so, wir suchen einen Grund, um mit euch zu schreiben. Und wir finden meistens auch einen Grund, weil wir Mädchen wollen unbedingt dann mit unserem Crush irgendwie schreiben. Ob es so ist, ja ey, hast du die Hausaufgaben oder könntest du mir die Hausaufgaben nochmal erklären? Oder halt irgendeinen anderen Grund, wir finden immer irgendeinen Grund, um mit euch zu schreiben. Also, und Punkt 3. Passt perfekt dazu. Wir schreiben auch gerne, wenn wir einen Crush auf euch haben, lange und oft. Also wirklich lange und oft mit euch. Also, ja. Aber ich glaube, das ist bei Jungs nicht anders. Also, wenn ihr ein Junge seid und das gleiche empfindet, schreibt es gerne in die Kommentare. Weil ich glaube, wenn man verliebt ist, egal ob Junge oder Mädchen, dann schreibt man halt gerne und oft mit seinem Crush. Aber ja. Das ist ein Anzeichen von uns. Wieder zum Schreiben. Und zwar, wenn sie dir direkt antwortet. Ich meine, wir Jugendlichen sind heutzutage echt gefühlt 24/7 am Handy. Sind entweder auf TikTok oder auf Instagram oder auf irgendeine andere Social Media Seite. Oder gucken Netflix am Handy irgendwas. Und deshalb kann mir niemand erzählen, wenn man nicht eine Nachricht aufblinken sieht. Auf jeden Fall ist es auch ein Anzeichen, dass sie dich mag, wenn sie dir direkt antwortet. Ja. Ja, also das nächste Anzeichen ist, wenn sie in deiner Gegenwart oft lächeln oder lachen muss, weil sie einfach dein Humor dich mag und auch einfach, wenn du mit ihr redest und sie dann runterguckt und schmunzeln muss, ist es auf jeden Fall ein Anzeichen, dass sie dich mag. Auf jeden Fall. Weil sie sich einfach in deiner Gegenwart wohlfühlt. Der nächste Punkt ist, dass wir Mädels oder einige Mädels oft gern mit den Haaren spielen, wenn wir uns unterhalten mit unserem Crush. Und zwar, ja, hat so einen Effekt, süß zu wirken, irgendwie in unseren Gedanken. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so ist bei euch Jungs, ob es so rüberkommt, so, oh, die spielt mit ihren Haaren, die süß. Oder ob wir das nur in unserem tiefsten Gedanken denken, dass es so rüberkommt. Jedenfalls, wenn jetzt unser Crush reinkommen würde und sagen würde, hey, dann würden wir so, hey, so um süß zu merken. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich süß wirkt. Ja, jedenfalls spielen wir oft mit unseren Haaren. Also kommen wir zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt, das ist der, wo man am meisten merkt, ob die Person auf einen steht. Und das kann mir kein Mädchen erzählen, dass das keiner macht. So. Also da waren wir, ich und meine Freundin, uns zu 100% einig. Und zwar, wenn wir telefonieren würden oder ein Audio verschicken würden, würden wir unsere Stimme verstellen. Und zwar höher. Wenn man jetzt telefonieren würde, einfach die Mädels, die einen Crush auf dich haben, die verstellen zu 100% die Stimme. Ja, das ist auf jeden Fall ein Anzeichen, dass... Wenn ihr noch nicht zusammen seid, wenn ihr euch noch nicht lange kennt, auf jeden Fall die Stimme verstellt wird. Also, um niedlich zu wirken, ist es dann so, hey, na, mir geht's gut, dankeschön. Ja, das sind wir Mädels. So, das waren die Anzeichen, die ich und meine Freundinnen gesammelt haben. Wenn ihr noch mehr Anzeichen kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, denn jeden Donnerstag und Sonntag 14 Uhr kommt ein neues Video online. Also seid gespannt und aktiviert auch gerne die Glocke. Folgt mir auf Instagram, da heiße ich Lubelli.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!